Ja, Leute, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play MLB 15, The Show, Road to the Show, First Baseman, bla bla bla. So, wir legen mal direkt los und spielen schon wieder gegen diese Bowie Bay Sox. Die sind echt übel. ja, ich hab ja diese komischen Punkte da irgendwie durch das Pre-Ordern und so bekommen und, und dann habe ich irgendwelche nur Karten durch die Packs, die ich hatte, irgendwie auf diesem komischen Marktplatz verkauft. Und jetzt hatte ich ja irgendwie 60.000 von diesen scheiß Punkten. Und da habe ich jetzt mal hier man kann bei Road to the Show, schöner Foulball, diese Punkte dann in Trainingspunkte umwandeln. Das habe ich mal gemacht. Hat uns ein bisschen Power besorgt. Mal gucken, ob wir jetzt, auch mal aus dem Park raushauen können hier. Ja, so nicht. Zu früh, sehr weit inside. Da können wir hinschlagen. Also da oben, das haben wir drauf. Ja, wir können aber wenn wir jetzt noch höher schlagen. Der geht jetzt nicht weiter oder so, aber hoch. Genau da treffe ich jedes Mal. Okay, ich glaube, das mit dem Power hätte ich mir sparen können. Wobei, der hat ja nun wirklich... Ah, der ist auch zu langsam. Geht er schon runter? Ja. Ja, okay. Hat sich nichts geändert. Das konnten wir vorher auch schon alles. Ach komm, der ist aber weg hier. Der hat Saft und der ist... Nein. Das wäre einer für einen Shortstop gewesen. Irgendwie alles beim Alten. Oh! Nein, das ist neu. Zumindest beim Aufwärmen. So. Da sind wir doch auch schon direkt hier. Boah, guck mal hier. Kein Aus. Erste Inning. 1 und 3 belegt. Alter, ich kotze mit seinem Change-Up. Boah, Freunde. Ein ganz fieser Breaking Ball. Und ja, ich fall voll drauf rein. Nein. Ich möchte nichts hören. Alter! Soll ich banden? Dann bringe ich den einer wenigstens noch auf zwei. Yo! Wow! Das wird dann noch ein ganz elegantes Double Play. Nein, er haut ihn um. Gott sei Dank. Hey, RBI. Ich habe die drei auf nach Hause gebracht. Immerhin. Oh Mann, 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 oh Mann. Tja. Da haut er noch elegant um. Ja, 1A. Alles richtig gemacht. Cooler Typ. Meine Stimme hat er. Oder? Fand das äußerst angebracht. Und sieht gut aus. Und wir kommen auf 1. Was allerdings wahrscheinlich eher nicht als Base-Hit durchgeht, sondern als Error. Error, Error. So. Und zack, liegen wir 5-3 hinten. Schön. Komm, zeig mal, dass du auch mal einen raushauen kannst. Meine Fresse, ey. Was ist denn das? Oh! Gut, dass der Third Baseman schlecht ist. Ah, ey. Aber ich hab den doch eigentlich... Irgendwann darf auch mal wirklich einer wieder anständig getroffen sein. 6-6! Wir kämpfen! Heute hier, vierte Inning. Zwei Outs, einer auf eins. Lurinaro at bat. Nein, 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 Foul. Lass ihn in Ruhe. Aber auch eigentlich machbar, ne? Ist ein Curve, okay, aber ich war früh dran, sagt er, okay. Lass ihn durch. Oh, er hat aber Glück gehabt, ne? Im Sprung gefangen und dann mit den Beinen auf der Platte gelandet, das ist stark. Ja, das Batting von uns ist mal wieder alles andere als stark. 6-6. Mal gucken, wie es im Feld aussieht. Ein Aus, 1 und 2 belegt. Ein mögliches Double Play. Ah, okay, der passt. Aber der nicht. Na, shit. Ich war zu langsam. Ja, mein Fehler. Mein Fehler. Tut mir leid. Oh, oh, oh. Das bin aber nicht ich. Doch, das bin ich. Echt jetzt? Ja. Ja, Freunde. Was wollt ihr hören?
Wir haben es geschafft. Und wir verlieren 7-6. Das kommt natürlich noch dazu. Main Base Hit. Der zweite. Fielder's Choice, First Base. Was ist 6 bis 4? Was soll das? Das verstehe ich nicht. You sustained an injury. Shoulder separation. Shoulder ist Schulter, klar, aber separation. Ach so. 60 Tage. Ah, 60 Day Disabled List. Okay, aber. Wie lange sind wir jetzt effektiv weg? Das Schöne ist, ich überlege mir schon die ganze Zeit, wie ich das jetzt am besten mit den Aufnahmen mache, weil ich dir eigentlich gesagt hatte, ich kann ja nicht jedes Spiel hier jetzt nehmen. Scheiß drauf, brauchen wir auch nicht, machen wir auch nicht. So reguliert sich das selber. Lose, win, 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 lose. Win, lose, win. Win, win. Oh, gegen Bow können wir. Ein lose, lose, lose. Gegen Alt können wir nicht. Ja, auch schön. Hier, meine Freunde, seht, oh, guck mal, gegen Red haben wir so eine 3-1-Serie hier in dem Vierer-Spiel. So sieht das also aus, wenn man simuliert. Und wie geht's euch so? Was habt ihr denn so gemacht? Fahrt über Ostern weg? Oh, guck mal hier, los, 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 los. You're fully recovered. Na, also bitte. Das spiele ich jetzt noch. Glaube ich. Das kann ich jetzt hier nicht so, also so macht es ja keinen Spaß. Wir haben eine positive Bilanz. Oben seht ihr es, 33-31. Boah, ey. Gegen die New Hampshire Fisher Cats. Das ist wahrscheinlich auch die einzige Mannschaft, die echt noch einen beschisseren Namen hat als wir. Und siehst du, das Warm-up beenden wir direkt hier. So sparen wir Zeit. Ja, da ist er wieder zurück. Der gute alte Ronaldo. Luriano. Und back for good, würde ich sagen. Ja, das ist ein Bunt. Mal gucken, ob er hier auch wieder hier, ja, im Feld wieder total einsetzbar ist. Anscheinend. Die Schulter ist verheilt. Er wird natürlich am Schlag dann nochmal irgendwie. Müssen wir nochmal genau mit der Lupe drauf gucken. Wow. Und ja, dann. Gut. In den Minor Leagues wahrscheinlich eher nicht, oder? Ah, der rutscht durch. Ich könnte vergessen. Das wird ein Base-Hit. Base-Hit. So, genau. 1-0 führen die Gegner auch schon wieder. Und Luriano ist am Bat. Ein Aus, einer auf 1. Bottom of the first inning. Luriano. Nein, mach es doch nicht. Ja, der war so weit links unten. Und das ist ein Double-Play. Und ja, die Schulter, Leute. Die Schulter, Freunde. Daran lag's, es war die Schulter. Scheiße, ey. Ich musste mir wieder angewöhnen, anständige Bälle zu schlagen und nicht so Scheißbälle, die so auch. Das wäre vielleicht ein Strike gewesen, ja, aber trotzdem. Es ist ein Wurf, der einfach Dreck ist. Jo, meiner! Sag ich doch. Ja, wir liegen 4-0 hinten schon wieder. Läuft richtig gut. Jetzt können wir wieder unsere brachiale Gewalt erbetteln. Ja, schöner, schön festgeschlagener Foulball. Ins Foul schlage ich ständig gut. Late, ja, würde ich sagen. Late. Ja. Da kann ich. Boah, genau in der Mitte, ey. Das Problem ist nur, ich hasse seinen Pitching-Style. Ich kotze, ehrlich. Ich kann damit gar nicht. Also manche gibt es wirklich, die pitchen so eklig. Er ist einer davon. Wobei es gibt noch schlimmere. Triss das! Das wird ein Double. Und komm, komm, Junge. Lauf, lauf, mein Freund. Lauf, lauf nach Hause. Lauf nach Hause. Ja, ein RBI. Na also, Freunde. 4-2. Alles wird gut. Ein Aus, ein auf 2. Da wären wir natürlich hier
kein großes Risiko eingehen. Kann man trotzdem Double Play machen? Mit viel Glück. Aber machen wir nicht dann. Alles gut. Wir machen den aus. Nee, nee, wir werfen nirgendwo hin. Lassen ihn auf 3 und hoffen mal, dass ein Flyout oder halt ein ganz normaler, ein ganz normales Aus auf 1 sollte ja jetzt schon reichen. Oder wir würde reichen. Nicht sollte. Und da ist ein... Wow! Ho, ho! Da muss er sich aber ganz schön strecken, ne? Aber das ist das Aus. Genau so hatte ich es geplant. 4-3. Und wir sind wieder am Start. Alles noch drin. 5. Inning erst. Alles noch hier im grünen Bereich. Und Loriano hat sich warm gebellt. Okay. Komm. Ach, ey. Der Pitcher soll weg. Ich will wieder einen anständigen Pitcher. Das ist doch scheiße. Da bin ich früh dran, weil es ein Breaking Ball ist. Wahrscheinlich ein Slider oder ein Curve. Ein Slurf. Ach, geil. Eine Mischung aus dem, was ich gerade gesagt habe. Check die erste Base. Weil, ihr seht es, achtet mal gleich rechts auf das Fenster. Da ist einer, der ist mit Steel und Speed relativ gut, gute Werte. Und ja, da guckt natürlich ein Pitcher doppelt mal hin. Jo, den nehmen wir. Am Bein getroffen. Dieses Glücksschwein. Dieses verdammte Glücksschwein. Ich hoffe, er hat wenigstens Schmerz und wird ausgewechselt. Entschuldigung, sagt man sowas? In irgendeiner Folge, in irgendeinem Spiel, Let's Play, habe ich gesagt, man sollte immer fair sein. Und auch im virtuellen Bereich. Scheiße! Vergesst den Kack! Das ist nicht meine. Hui! Ein Pitcher sollte man schon erwarten, dass er vom, ne? Vom Mount auch den Ball anständig rüberwerfen kann. Naja. So, guck mal hier, Leute. 4-3 hinten, 7. Inning. 2 Mann at Base, ein aus, wir sind dran. Ich sag euch was, den kloppen wir jetzt übers Flutlicht hier. Ich hab die Schnauze voll. Und ein anständiger Pitcher, gut. Oh, oh, das wird nicht, nein. Aber ich hätte, also dass er nicht rausgeht, war mir klar, aber ich hatte gehofft, dass er wenigstens im Feld auftickt und nicht direkt im Handschuh vom Left Fielder. Ach, leck mich doch rein. 5-3 hinten, ganz versaut. Eigentlich guter Pitch, also für uns gut, gut getroffen, aber genau in der, ich glaube, der Left Fielder musste sich nicht mal bewegen. Der konnte einfach stehen. Eigentlich hätte er wahrscheinlich auch den Handschuh ausziehen können, als der Ball noch in der Luft war, auf den Boden legen können, hätte weggehen können, der Ball wäre da reingetickt. Ja, okay, zu viel Gejammer. Aber ich habe so viel Power trainiert, extra für euch. Ich wollte es euch erst gar nicht sagen und hättet so gedacht, wenn wir die Dinger gleich hier so raushauen, ne, dann werdet ihr so vom PC abgehen. Ja, gut, dass ich es nicht verheimlicht habe. Hier geht gar nichts ab. 5-3 hinten, 2 Outs, 9. Inning. Also, den machen wir jetzt raus und dann punkten wir unsererseits. So sieht's nämlich aus. So und nicht anders. Komm schon. Yo, tschüss. 50% des Plans sind schon mal erfüllt. Jetzt ist die Frage, kommen wir noch at bat? Ja, tun wir. Aber alle anderen davor sind aus. Das heißt, wir können jetzt nicht ausgleichen, schon gar nicht in Führung gehen. Wir können 2 Outs. Einfach nur hoffen, dass wir das Ding hier am besten rausknallen. Und ja, die Seite kann ich. Das habe ich heute gezeigt. Rausknallen und hoffen, dass der danach kommt, auch rausknallt. Immerhin noch ein Base-Hit. Man spielt ja auch ein bisschen für die Statistik. So, also, wenn der Kollege hinter uns jetzt das Ding rausknallt, dann haben wir wenigstens einen Ausgleich. Macht er nicht, schade, tschüss. Naja, da liege ich ja wenigstens noch in der Zeit. Ist ja auch was Schönes. Freunde, in dem Sinne, war ja immer eine spannende Folge mit Verletzungen und haben wir wieder alles gehabt. Macht's gut, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play MLB 15 The Show. Tschüss!